Weihnachten ist ein traditionelles Fest, Weihnachten heute, Weihnachten früher. Herr Gollner, wie wurde bei Ihnen Weihnachten gefeiert? Wie wurde gefeiert? Da muss ich natürlich rückblickend in mein Heimatland nach Österreich schauen, wo ich mit meiner Familie groß geworden bin, in der Steiermark. Und da war das eigentlich sehr traditionell. Ich habe 3 Geschwister, meine Eltern. Und wir haben gewartet, bis das Christkind kommt oder Papa noch geläutet hat und wir alle zum Fenster gelaufen sind und geschaut haben, wo das Christkind ist. Der abgebrannte Weihnachtsbaum, das ist Gott sei Dank nie passiert, aber wenn ich in meine Kindheit wieder zurückschaue, weiß ich noch, als ich in jungen Jahren das erste Mal eine digitale Uhr geschenkt bekommen habe und ich war ja Ministrant, glaubt man nicht, ja, aber viele Jahre bin ich zur Christmette gegangen. Und als noch niemand wusste, wie man so eine Uhr einstellt, ging natürlich um 0 Uhr der Wecker bei meiner digitalen Uhr, die ich zu Weihnachten unterm Christbaum gekriegt habe. Ja. Oh, was wünsche ich mir? Natürlich als Erste fällt mir da ein, natürlich die Gesundheit. Für mich persönlich natürlich, aber alle Menschen, die mich mögen, die ich liebe. Das letzte Weihnachtsgeschenk kaufe ich in der Regel. Ja, leider am 24. sollte da noch ein Öffnungstag sein. Heiligabend, gibt es welchen Tannenbaum? Blau, Tanne, Fichte? Nee, schon eine schöne Nordmann-Tanne. Das muss ich schon sagen, da legen wir alle Wert drauf. Aber ich habe auch schon oft Schimpf bekommen, weil ich eine nicht so schön nach Hause gebracht habe. Aber ich glaube, das ist schon jedem Vater mal so gegangen. Bescherung ist um? Ja, meistens so um 17 Uhr, aber auch im ganz kleinen Kreis und eigentlich immer sehr bescheiden. Zum Essen? Eigentlich immer sehr rustikal, eher lieber ein schönes Gulasch oder so. Aber vorweg darf schon immer ein bisschen was auch aus der Feinkostabteilung sein, mit einem schönen Glas Champagner und einem schönen Wein dazu. Am liebsten mit meiner, oder was feiere ich, eigentlich immer mit meinem Sohn und die Menschen, die mir ganz nahe stehen, im ganz kleinen Kreis. Ja, was macht Wiesbaden aus? Ich finde, Wiesbaden ist eine wunderschöne Stadt. Es wird mir immer wieder bewusst, wenn ich mal über die Stadtgrenzen hinauskomme, wie schön das Wiesbaden ist und wie gerne ich hier lebe. Burg Sonnenberg, das heißt, Sie machen die Burg Sonnenberg nicht weiter? Das ist falsch. Also wir haben mit der Landeshauptstadt Wiesbaden eine Vereinbarung, dass wir Januar, Februar die Burg noch geöffnet haben, weil sich der Bauzeitenplan etwas nach hinten geschoben hat. Und die Burg Sonnenberg wird von der Gollner GmbH bzw. von mir 2020, das Zeitfenster ist noch nicht ganz bekannt, aber wieder eröffnet. Das heißt dann, dass wir das Goldstein im Goldsteintal und die Burg Sonnenberg in Sonnenberg dann gleichzeitig betreiben werden. Ach ja, ich möchte noch was spenden. Da möchte ich gerne als Erster schon mal was reinschmeißen und sollte vielleicht auch so eine Vorlage für die anderen sein. Wünschewagen, dieses Jahr tolle Wünsche werden erfüllt. Danke, Herr Gollner. Sehr gerne.